Wir sind jetzt hier bei Stahlgruber am Stand angekommen, bei eigentlich einem der größten und besten Produktgruppen, die es gibt, und zwar den Reifen. Der Gerhard will mir jetzt ein bisschen was erklären, und zwar, ich bin ja selber ein leidenschaftlicher Motorradfahrer und auch Harley-Schrauber. Deshalb ist es mir auch sehr wichtig, dass man ab und zu auch eine motorradfreundliche Wuchtmaschine hat. Gerhard erklärt uns jetzt ein bisschen was dazu. Okay. Ich habe jetzt mit der Maschine, das ist die ER60, ist eine von der Preisklasse her die günstigere Maschine. Kann mit der Maschine Pkw machen. Durch einen kleinen Handgriff kann ich auch Motorradreifen damit buchen. Okay. Ich habe jetzt gerade gesehen, ich glaube, ich brauche die ganzen Fahrzeugdaten oder Reifendaten gar nicht mehr selber eingeben, oder? Ja, die Daten macht alles die Maschine. Okay. Das heißt, ich nehme meinen Messarm, sage ihm, wo ich meine Abmessung habe. Jawohl. Dann blinkt die Maschine und jawohl, kommt ein Piepton. Und somit habe ich alle Raddaten erfasst. Dann mache ich die Klappe zu und läuft die Maschine automatisch an. In dem Fall ist es eine schnelldrehende, deshalb haben wir diese kleine Klappe oben drüber. Bei der anderen drüben ist es natürlich ohne Klappe, weil sie eine langsam drehende ist. Weil die ER20 im Hintergrund, es ist unter 100 Umdrehungen, genau, und damit brauche ich keinen Radschutzbogen mehr. Ganz genau. Nachteil ist, wenn ich keinen Radschutzbogen habe, ist die Wand natürlich, wenn die Reifen nass sind, ein bisschen dreckig. Wir kennen das Problem alle, sie ist immer dreckig. Das war jetzt einmal ein Auswuchsvorgang für Pkw. Okay. Ich würde jetzt hier meine 5 Gramm Restwucht einschlagen auf 12 Uhr. Jawohl. Und das gleiche, wenn ich auch wieder eindrehe und das voll ist, dann habe ich hier. Der Reifen blockiert jetzt in dem Fall an der Stelle. Perfekt. Die Bremse bremst nicht automatisch, ich muss hier ein wenig eindrehen. Jawohl. Aber ich habe meine Position und kann ungehindert mein Gewicht anspringen. In dem Fall allerdings immer wie immer 12 Grad, also 12 Uhr nach oben, oder? 12 Uhr nach oben. Okay. Außer ich mache jetzt bei der Maschine Alu-Programm. Ja. Im Alu-Programm ist so, ich brauche eine andere Einmessung, ja, weil ich ja meine Gewichte anders platziere. Genau. Wir wollen ja im Alu, der Alufelgen keine Gewichte mehr von außen anbringen, genau, sondern alles innen in der Schüssel. Genau. Dann mache ich folgendes, ich nehme den Arm, setze den wieder auf Position und setze den nächsten wieder auf Position, dann springt die Maschine automatisch ins Alu-Programm ein. Also ich muss im Endeffekt auch gar nichts mehr eingeben, ob ich jetzt außen schlagen, innen schlagen möchte, ob ich Alu habe oder ob ich Stahl habe. Das erkennt die Maschine gleich automatisch. Korrekt. Dann lasse ich einmal laufen. Und jetzt kommt das Highlight an der kleinen, günstigen Maschine. Wir arbeiten mit Laser. Das heißt, ich drehe jetzt so drauf ein. Ich habe die Positionsbremse und sehe jetzt hier meinen Laser. Das heißt, ich klebe das Gewicht exakt mittig an dem Laser. Jawohl. Ich habe keine Verschiebung mehr vom Gewicht, weil manchmal sieht die 12 Uhr so, der andere hat so, der andere hat so, je nach Augenmaß. Richtig. Und durch den Laser 100%ige Platzierung vom Gewicht. Ja, da hast du mir jetzt wieder mal eine schöne Maschine gezeigt. Ich danke dir vielmals. Klasse. Gerne. Vielen Dank für deine Zeit. We'll be right back.